So Leute, ich bin wieder in Fortnite drin. Ich habe das jetzt auch auf Englisch umgestellt. Es scheint zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit Battle Pass verschenken, ob ich da Probleme bekomme. Ich check das später mal aus. So, ich zeig euch noch mal kurz den Battle Royale Shop, weil ich bin ja gestern nicht dazu gekommen, weil ich dachte, das wird doch ein Problem sein. Ja. Für diejenigen, die sich jetzt wirklich doch noch mal fragen, warum man jetzt auf Englisch, weil man den Fehler so auf PlayStation umgehen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Epic da braucht für. Die haben ja über Twitter gesagt, dass sie sich darum kümmern. Also weiß ich nicht. Ich denk mal, vielleicht heute noch mal ein Patch raushauen. War ja wirklich Katastrophe, war ja richtige Katastrophe, muss ich sagen. Es war die schlechteste Season-Anfang, die ich je gesehen habe. So viele Fehler, also wirklich so viele Fehler. Das ist, nein, tut mir leid, das ist schon, ja, mies, sehr mies. So, und dann noch V-Bucks-Missionen gibt es heute nicht für RDW-Nutzer. Ich stream gleich, also eigentlich macht mir jetzt auch nichts aus. Ich sehe jetzt auch keinen Unterschied, weil das kennt man ja alles aus deutschen Sprache. Vielleicht für Außenstehende sieht es dann aus, oh, wieso ist er denn, wieso spielt er denn auf Englisch, wenn er überhaupt nur Deutsch spricht? Ja, das ist so das Problem. So, den Skin, den hat man ja auch bekommen, als man dieses Turnier gemacht hat. Man muss ja diese 2 FA aktiviert haben und dann 10 Punkte gehabt haben. Sieht fresh aus, sieht sehr nice aus, das Skin. Natürlich ohne Farbe, aber das ist schon okay. So. Also, bis später dann.